Hi, hier ist Matthias von die Praxis Family. Heute geht es um COPD. Was ist COPD? Chronisch obstruktive Pulmonar Disease. Das heißt, eine chronische Erkrankung der Lunge, wobei die Lunge nicht mehr optimal funktioniert. Und die funktioniert nicht mehr optimal, weil es in der Lunge Umbauten gibt, Veränderungen gibt und da vor allen Dingen Veränderungen der sogenannten Alveolen, die verantwortlich sind für den Austausch von CO2 und Sauerstoff. Die müssen gut angefeuchtet sein, flexibel sein, beweglich sein und es kann sein, dass sie das unter bestimmten Umständen verlieren. Und diese Umstände sind vor allen Dingen Gifte von außen. Das können entweder übers Rauchen jahrzehntelange Prozesse sein, die irgendwann zu viel sind. Es können aber auch Chemikalien sein, die man einatmet, wo das Ganze vielleicht auch schneller geht unter Umständen. Es können Erkrankungen sein, es können Viren sein. Es können also alle möglichen Dinge sein, die zu einer COPD-Erkrankung führen können. Selbst Kleinigkeiten oder Dinge wie Fasern durch Masken. Wer Masken getragen hat in den letzten 2-3 Jahren, hat unter Umständen sehr viele kleine, feine Fasern eingeatmet. Und diese Fasern können sich auch zu einer COPD entwickeln, wenn sie in die falschen Stellen geraten und dann einwachsen oder irgendwie verarbeitet werden in der Lunge, dass da verhärtetes Gewebe entsteht und dann gibt es Gewebeumbau und dann kann es wieder sein, dass eine Lunge nicht richtig flexibel arbeiten kann. Genauso Asbest, so ein typisches Ding, was zu einer COPD führen kann, wenn da wieder Entzündung entsteht oder Umbauten. Ja, Entzündung ist eins der Gründe, was bei der COPD ein großes Problem darstellt. Und bei der Entzündung sind wir natürlich nicht nur bei den Giftstoffen von außen, sondern unter Umständen auch bei den Dingen, die im Körper passieren. Es kann sein, dass eine chronische Entzündung, die ich habe als Herd im Darm, eine sogenannte Silent Inflammation vom Darm, sich auch wieder auf die Lunge auswirkt und dort Entzündung oder Entzündungssymptome machen kann. Das heißt, an dieser Stelle haben wir die Möglichkeit, eine COPD zu verbessern, indem wir die Entzündung mildern, indem wir dem Darm helfen. Und das ist einer der Hauptansätze, indem man schaut, dass man die allergenen Lebensmittel weglässt. Allen voran sind es die Milchprodukte und das Gluten. Das sind die Hauptursachen, warum der Körper, warum der Darm mit einer Immunreaktion reagiert, warum Entzündungen entstehen können, die dann sich in der Lunge aufzeigen. Und nicht täuschen lassen. Ihr merkt das nicht in der Lunge, im Darm. Das tut nicht weh im Darm, man merkt dort nichts. Aber es kann trotzdem über Jahre hinweg eine Entzündung da sein. Am besten kann man das raustesten mit dem Praxis Family System. Dann könnt ihr direkt sehen, ist es jetzt die Entzündung im Darm, ist es eine Unverträglichkeit oder eben nicht. Das heißt, da habt ihr eine riesengroße Möglichkeit. Und auch hier kann man, wenn man jetzt sagen möchte, man möchte bei COPD hilfreich einwirken oder hilfreiche Dinge tun. Alles, was antientzündlich wirkt, kann eine COPD grundsätzlich verbessern. Also viele Stoffe aus der Phytotherapie, aus der Pflanzentherapie können hier sehr, sehr hilfreich sein. Entgiftung im Allgemeinen kann sehr hilfreich sein. Und natürlich das Verhindern des Einflusses von außen. Das ist einmal entweder einfach das Freizeitvergnügen wie Rauchen, aber es kann auch beruflich bedingt sein, je nachdem, was ich für einen Arbeitsplatz habe, wenn ich viel Stäube einatme oder viel zu tun habe mit Rauchentwicklungen oder anderen Dämpfen. Ja, ich denke da an die Metallindustrie mit den Schweißern, aber genauso der Maler, vielleicht aber genauso der Bäcker, der Mehlstäube einatmet. Also es kann, jede Art von Staub kann dazu führen, wenn man es über viele Stunden und über viele Jahre einatmet, dass es dann in der Lunge sich irgendwann absetzt, dass es dann dort zu Entzündungen und zu Prozessen kommt, die die Lunge verändern und dann die Lungenatmung nicht mehr so gut ist. Und genau das ist auch die Symptomatik der COPD. Man hat bei der COPD das Gefühl, man kriegt nicht mehr richtig Luft. Ihr atmet ein und aus, aber der Sauerstoffaustausch findet nicht mehr so optimal statt. Und wenn ihr da eine Treppe rauf und runter geht, merkt ihr vielleicht, ihr seid völlig außer Atem. Die körperliche Energie ist gar nicht mehr da. Ihr schafft es muskulär gar nicht mehr, weil die Muskeln irgendwann gar nicht mehr mit Sauerstoff versorgt werden. Das Gehirn wird unter Umständen müde, vielleicht werdet ihr schwindelig. Das sind alles Hinweise, dass da was mit der Lunge nicht stimmt. Wenn das so weit gekommen ist, also das ist dann schon die zweite oder sogar dritte Stufe von COPD. In Summe gibt es dann diese 3 Stufen. Wenn es so weit gekommen ist, kann es durchaus sinnvoll sein, dass man dem Körper extra Sauerstoff zuführt. Entweder über einfach Sauerstoff oder über den Weg, dass man
zum Beispiel mit einer Überdruckkammer arbeitet und in dieser Überdruckkammer dann den Körper in die Verlegenheit bringt, dass die Zellen einfach anders mit Sauerstoff umgehen. Also das sind Möglichkeiten, die ihr habt. Man nennt es auch Tauchtherapie. Das sind also Kammern, in die man sich reinlegt für ein paar Minuten, eine halbe Stunde, eine Stunde, je nachdem. Und was unglaublich hilfreich ist, ja, wir können das entsprechend hier auch verlinken unter dem Video. HOBT heißt das. Und es ist sehr, sehr gut. HBOT, hyperbare Oxygen, yes, Pressure. Okay, egal, wie auch immer es heißt, ich werde es hier unten richtig verlinken. Wichtig ist, dass ihr es frühzeitig ernst nehmt. Also wenn ihr frühzeitig anfangt mit Husten und mit dem Gefühl, es klappt nicht mehr so richtig in der Lunge mit der Atmung, dann nicht es wegdrängen und sagen, ja, ist nicht schlimm, sondern hier sind jetzt die wichtigen Ansätze, um das Ganze nicht chronifizieren zu lassen. Wer das übergeht und da 10, 15 Jahre weitermacht, dem kann man irgendwann nicht mehr helfen, die Lunge in den Normalzustand zurückzubringen. Da kann man dann nur noch lernen, mit dem umgebauten und nicht mehr effizienten Zustand umzugehen. Aber ansonsten gibt es die Möglichkeiten eben tatsächlich durch Entgiftung, Vermeidung der Giftstoffe von außen, Rauchen etc. und durch das Umstellen unter Umständen der Ernährung, das Modulieren des Immunsystems und der Entzündungen, da kann man es dann schaffen, dass die Lunge sich wieder entwickelt zu einer normalen Lunge, die ganz normal frei ist von jeglicher Behinderung. Okay, in dem Sinne, bleibt gesund und nutzt das Praxis-Family-System. Dafür haben wir es kreiert, um sowas zu testen. Mehr dazu findet ihr hier unter dem Video und kommt gerne zu Instagram dazu. Dort zeigen wir euch unseren Alltag und ganz, ganz viel mehr Informationen zu allen Themen. In dem Sinne, liebe Grüße. Ciao, der Matthias.